Sehr geehrte Fahrgäste, bitte Vorsicht am Bahnsteig 2. Ihr Zug fährt jetzt ab. Hallo und guten Tag. Heute begrüße ich euch zu meinem zweiten Teil des Jahresrückblicks 2020. Auf in die Spreewelten. Gleich beginnt die Fütterung der Pinguine. Doch bevor wir zur Fütterung der Pinguine kommen, schauen wir uns noch die Störe an. Störe sind eine Familie großer bis sehr großer urtümlicher Knochenfische. Sie leben in Europa, Nord- und Zentralasien sowie Nordamerika. Mehr als 10.000 Kilometer von hier entfernt, an den Pazifikküsten von Peru und Nordchile und auf vorgelagerten Inseln, lebt eine Spezies, die seit mehr als 200 Jahren die Menschen in aller Welt begeistert. Bedeutende Wissenschaftler sind immer wieder nach Südamerika gereist, um sie zu beobachten, und von einem der bedeutendsten Entdecker des 19. Jahrhunderts bekamen sie ihren Namen, Humboldt-Pinguine. Alexander von Humboldt soll die possierlichen Tiere während seiner Amerikareise 1799 bis 1804 in der Gegend des heutigen Peru beobachtet haben. Heute zählt der Humboldt-Pinguin leider zu den bedrohten Tierarten. In der Folge von Überfischung, dem Raubbau an ihren Brutplätzen und wegen des Rückgangs der Fischbestände leben heute weltweit nur noch weniger als 50.000 Tiere. Ein Humboldt-Pinguin ist 50 bis 60 cm groß, er wiegt durchschnittlich 4 Kilo. Im Bereich um den Schnabel hat er keine Federn und ist bis zu den Augen rosarot gefärbt. Der Kopf und Rücken eines Humboldt-Pinguins ist schwarz, der Bauch weiß mit schwarzen Punkten, anhand derer man die Tiere eindeutig identifizieren kann. Ein Humboldt-Pinguin erhält sein charakteristisches Aussehen durch ein schwarzes Band, das dünn in der Nähe der Füße beginnt und sich von den Flossen an der Seite nach oben bis in die Nähe des Kinns zieht. Dort trifft es auf das von der anderen Seite kommende Band, mit dem zusammen es ein umgekehrtes U ergibt. Seit 2010 leben hier im Spreewelten-Bad Pinguine. Von anfänglich 7 Tieren konnte der Bestand dank der großartigen Fürsorge durch unsere Tierpfleger beständig vergrößert werden. Diese Humboldt-Pinguine, verehrte Gäste, sind jetzt hungrig und wollen gefüttert werden. Sie sind die Hauptdarsteller der gleich beginnenden Fütterung. Sie stehen schon bereit, beziehungsweise schwimmen im Wasser, und sie warten auf eine schmackhafte Fischmahlzeit und auf ihre Pfleger. Und hier sind sie, die guten Geister der Spreewelten. Applaus und ein herzliches Willkommen für unsere Tierpfleger. Hallo und herzlich willkommen hier im Spreewelten-Bad in Lübbenau. Ich begrüße Sie zur Pinguin.
Pinguinfütterung. Ich bin Laura, bin einer der drei Tierpflegerinnen hier für die Pinguine. Und ich werde heute helfen, die zu füttern, denn ich muss heute nicht alleine füttern. Heute sind eigentlich wieder ein paar, ein paar Gäste angemeldet zur Pinguinfütterung. Sehr schön, dass ihr da seid. Dann brauche ich das Ganze hier nicht alleine machen. Ich hole euch gleich auf die Anlage und dann zeige ich euch, wie wir die Pinguine füttern. Die haben schon ordentlich Hunger, deswegen stehen sie hier nämlich alle rum. Heute gibt es für die Pinguine Sporten, Hering und Stinte. Und wie es gleich weitergeht, erfahren sie gleich. Pinguine leben im Wasser. Dafür haben sie sich im Verlauf der Evolution perfekt angepasst. Sie ernähren sich hauptsächlich von verschiedenen Hochseeschwarmfischen, die ihnen in ihrer Heimat der kalte Humboldt-Strom entlang der Küste von Chile und Peru mit sich bringt. Auch Tintenfische stehen auf dem Speiseplan. Normalerweise jagen Pinguine wenige Meter unter der Wasseroberfläche in Gruppen. Dabei schwimmen sie äußerst elegant und sind bis zu 25 Stundenkilometer schnell. Obwohl ein Pinguin in der Regel nur einige Meter tief im Wasser schwimmt, kann er bis zu 100 Meter tief tauchen. Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß bei der Fütterung. Wo ist denn die Bademantel? Mal gucken, ob der Bademantel wieder. Wo ist der Bademantel? Ja, hat auch der Kleine hier. Von Lübbenau aus reisen wir nun nach Berlin zum Schienenersatzverkehr. Unter anderem zu sehen verschiedene Citaros und eine Baureihe 147 im S-Bahn-Schienenersatzverkehr. Aufgrund des hohen Fahrgastaufkommens auf der Berliner Stadtbahn zwischen Berlin Zoologischer Garten, Berlin Hauptbahnhof, Berlin Friedrichstraße, Berlin Alexanderplatz und Berlin Ostbahnhof kommt auf der Berliner Stadtbahn ein sogenannter zusätzlicher Schienenersatzverkehr durch Doppelstockzüge zum Einsatz, da die Busse das Volumen der S-Bahn alleine nicht aufnehmen können. Am 26.09.2020 riefen die Eisenbahnfreunde Stassfurt zu ihrem alljährlichen Herbstfest, genauer gesagt zu ihrem 30. Hier sehen wir die Berliner 52er auf einer Führerstandsfahrt. Thank you.
Am Ablaufberg kommt uns die Bergkönigin aus dem Harz entgegen. Genauer gesagt 95-10-27 zieht hier einen leichten Güterzug über den Ablaufberg auf dem Traditions-BW-Gelände. Ebenfalls am Güterzug gibt sich 23-10-97 die Ehre oder auch 35-10-97 genannt. Gebaut wurde sie im Lokomotivbau Karl Marx. Weiter geht's mit alten Fahrzeugen. Diesmal besuchen wir Magdeburg und die Ex-Tatra-Bahnen aus Berlin. Dabei begegneten uns auch die Magdeburger T6. Bei unserem Tatra-Besuch in Magdeburg wanderten wir von der Harsdorfer Straße entlang der Olvenstädter Strecke bis zum Klinikum Olvenstedt.
Ein sehr schönes Fotomotiv bietet die Kurve vor der Endhaltestelle Klinikum Olvenstedt. Von der Straßenbahnlinie 5 wechseln wir nun zur Linie 3 und sehen eine Abfahrt in der Endhaltestelle Leipziger Chaussee. Und mit der Linie 3 kommen wir nun am Magdeburger Hauptbahnhof an. Von Magdeburg aus, knapp eine Stunde Fahrzeit, liegt Brandenburg an der Havel. Wir besuchen die kleine Stadt und sehen hier ein RE1 nach Frankfurt oder über Berlin, der hier von einer Ludmilla Baureihe 232 überholt wird. Nun zeige ich euch ein paar Impressionen aus dem Brandenburger Hauptbahnhof. Brandenburg hat ein nettes, kleines Straßenbahnnetz, bestehend aus den Linien 1 Anton-Sefkow-Allee Hauptbahnhof, Linie 2 Quenzbrücke Hauptbahnhof und Linie 6 Hohenstücken Nord Hauptbahnhof. Hier sehen wir einige Straßenbahnen an der Hochschule für Technik und Wirtschaft an der Haltestelle Foucault-Straße.
Eine berühmte Brücke in Brandenburg ist die Jahrtausendbrücke. Sie verbindet über die Havel die Altstadt und die Neustadt von Brandenburg miteinander. Die Brücke erhielt ihren Namen, als der Brückenneubau im Jahr 1929 anlässlich der 1000-Jahr-Feier der Stadt eingeweiht wurde. Am Tag der Deutschen Einheit schickte die Mecklenburgische Bäderbahn Molly ihren historischen Güterzug auf die Strecke zwischen Kühlungsborn West und Bad Doberan. Dabei entstanden folgende Aufnahmen. Ein wunderschöner Fotopunkt an der Molly-Strecke ist die sogenannte Kühlungsborner Yachthafenkurve am Ortsausgang von Kühlungsborn Ost in Richtung Steilküste. Nächster Halt, Heiligendamm. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Wer hier aussteigt, geht entweder ins Molly Café, um sich einen leckeren Apfelstrudel schmecken zu lassen, oder an den Strand, um bei Wellenrauschen einen langen Spaziergang zu machen, oder um auf Kur zu gehen und seiner Gesundheit etwas Gutes zu tun. Mitte Oktober hat der Malermeister bei den Blättern Hand angelegt. Oder soll man doch besser sagen, der Herbst ist da? Na klar. Und so habe auch ich die Chance genutzt, ein paar herbstliche Aufnahmen in Schwerin zu machen.
Am 31. Oktober 2020 machte sich ein Sonderzug mit vielen Modellbahnfans von Halle aus auf dem Weg nach Hamburg ins Miniaturwunderland über Magdeburg, Stendal, Wittenberge. Da ich diesen Zug unbedingt aufnehmen wollte und ich auf dem Weg nach Berlin war, habe ich einen Zwischenstopp in Wittenberge eingelegt, um diesen Zug fotografisch und filmisch festzuhalten. Mein Grund, dass ich nach Berlin gefahren bin am 31.10.2020, hatte einen traurigen Hintergrund. Denn eine Woche später sollte der Berliner Flughafen Berlin-Tegel endgültig geschlossen werden, da sein neuer Ablöser BER bereits betriebsbereit war. Somit nahm ich die Chance wahr, ein paar alte Aufnahmen vom alten Flughafen zu machen und gleich ein paar neue Aufnahmen vom Flughafen BER. Nächster Halt, Flughafen BER Terminal 1 bis 2. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Dieser Zug endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen und freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Und die Deutsche Bahn wünscht einen guten Flug.
Am 4.8.2020 nahm die VIP ihre neuen MAN Line City 18G in Betrieb. Hier sehen wir einen auf der Linie 694 in der Nähe des Hauptbahnhofs. Am 8. November 2020 schloss dann endgültig der Flughafen Tegel. Um 15.38 Uhr startete die letzte Maschine aus Tegel nach Paris. Auch die Traditionsbus AG fuhr den ganzen Tag lang vom Bahnhof Zoo auf der historischen Linie 9 in Richtung Flughafen Tegel mit verschiedenen Traditionsbussen. Aber nicht nur die Traditionsbusgesellschaft war unterwegs. Auch die BVG hat zum letzten Mal ihre gelben Flitzer auf die Linie 109 vom Bahnhof Zoo zum Flughafen Tegel geschickt. Mit dem Flughafen Tegel ging auch die Haltestelle Luftfracht außer Betrieb mit ihrem denkmalgeschützten Haltestellenhäuschen. Heute heißt die Haltestelle allerdings General-Gammewahl-Brücke. Bitte ein Stück nach links hinten, wenn es geht. Ein Stück nach links, bitte. Danke. Geht noch? Von Tegel aus machen wir nun einen Satz nach Magdeburg und sehen eine KP4 Doppeltraktion auf dem Weg von der Jordanstraße zum Magdeburger Südring. Haltestellenwechsel. Als nächstes eine KP4D Ausfahrt aus der Haasdorfer Straße in Richtung Südring. Thank you.
Weiter geht es kreuz und quer durch Magdeburg. Diesmal eine Abfahrt von einem T6 an der Haltestelle Halberstädter Straße, Leipziger Straße. Die nächste Aufnahme zeigt eine Tatra-Ausfahrt aus der Haltestelle Magdeburg-Listemannstraße. An der Haltestelle Listemannstraße treffen wir zudem auf die Buslinie 73. Sie verkehrt hier aber ohne Halt. Von der Listemannstraße aus erreichen wir nun die Haltestelle Opernplatz. Sie ist ein zentraler Umsteigepunkt zwischen den Linien 1, 2, 5, 9 und 10 und zeitweilig zur Linie 8. Vom Magdeburger Opernplatz aus sehen wir ein hohes Gebäude. Dieses ist der Magdeburger Campus Tower. Er ist mit den Linien 1, 9 und 10 zu erreichen an der Haltestelle Magdeburg Universitätsplatz. Thank you.
von der Großstadt in eine Kleinstadt oder auch eine wichtige Stadt des Harzes, Halberstadt. Hier treffen wir auf einen GT4 auf der Linie 1 vom Friedhof in Richtung Hauptbahnhof. Kurz vor der Haltestelle Holzmarkt passiert die Halberstädter Straßenbahn den Halberstädter Dom. Vom Halberstädter Holzmarkt nun zum Hamburger Friedrichsberg. Hier sehen wir die Baureihe 472. Die Baureihe 472 sollte am 11. Dezember 2020 komplett ausgemustert werden. Doch wie so oft wurde das mal wieder nichts, denn die Baureihe 490 hat sich leider wieder mal mit Kinderkrankheiten berühmt gemacht. Und wer muss dafür einspringen? Na klar, die Baureihe 472. Derzeit hat sich die DB noch von einigen Garnituren 8 Stück übrig behalten, die noch auf den Linien S31 und S11 teilweise und zeitweilig zum Einsatz kommen. Unter Eisenbahnfreunden munkelt man, ob es nicht auch einen Museumszug der Baureihe 472 bei der historischen Hamburger S-Bahn geben wird. Leider ist dort aber nichts Genaueres bekannt. Nun zeigt sich der November von seiner rauen Seite mit dicken Nebeln und fast Sichtweiten unter 50 Meter. Diese Chance habe ich einmal genutzt, um ein paar Straßenbahnen und Busse in Schwerin bei diesem Wetter aufzunehmen. Die Schleifmühle Schwerin ist durch ein unterschlächtiges Wasserrad angetriebene Schleifmühle zur Bearbeitung von Steinen aus dem 18. Jahrhundert in der mecklenburg-vorpommerschen Landeshauptstadt Schwerin. Nach Ruhen des Betriebes wurde die Mühle 1985 zu einer musealen Schauanlage ausgebaut. Als nächstes sehen wir den Knotenpunkt Schwerin Zoo. Umsteigemöglichkeiten zwischen den Linien 1, 2, 3, 6 und 9. Von Knotenpunkt zu Knotenpunkt, nächste Haltestelle Stauffenbergstraße. Hier ist es eine Linie 6, die aus Rabensteinfeld-Oberdorf zurückkommt. Und als Linie 20 weiter nach Görner Tannen fährt.
Die VLP hat sich im Jahre 2020 neue Citaro G Gebrauch zugelegt. Diese werden eingesetzt im Schülerverkehr auf den Linien 113, 117 und teilweise 119. Am 7.12.2020 nahm der Nahverkehr Schwerin einen neuen Werbewagen in Betrieb. Es war der Wagen 186. Er macht Werbung für den Kinderschutzbund. Und für Kinderschutz gerade in diesen Zeiten einzustehen, finde ich sehr wichtig und auch richtig und ein gutes Zeichen vom Nahverkehr Schwerin. Was des einen Leids, ist des anderen Freuds. So verhält es sich auch mit den alten Citaro G der Nahverkehr Schwerin GmbH, die zu meiner Freude noch fleißig am Rumfahren sind, aber ihre Tage sind gezählt. So ihr Lieben, das war mein Jahr 2020. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, euch das anzuschauen, und ich sage Dankeschön fürs Einschalten und wünsche weiterhin gute Unterhaltung mit den nächsten Videos von Tobias Schmidt, das AusflugsTV, und wünsche euch ein frohes neues Jahr 2021.